Okay, so ich werde versuchen, gucken, ob ich mit Einsetzen der rechten Seite den Ball weiter schlagen kann. Hallo, ich hoffe, es geht dir sehr gut. Also bei mir, das kurzärmelige Hemd täuscht ein bisschen, weil draußen ist es so kalt. Dafür freue ich mich sehr, dass ich diese Indoor-Anlage hier in Lütesburg verwenden kann mit Trackman. Ich denke, das kann mir sehr helfen, dir und meinen Schülern in den nächsten Wintermonaten weiterzubringen. Ich habe ein spannendes Thema. Das habe ich in den Kommentaren gelesen von Ian und es geht um die rechte Seite. Ian möchte wissen, ob er die rechte Seite einsetzen darf, um den Ball knackiger zu treffen, weiter zu schlagen etc. Aber er hat Angst, dass wenn er die rechte Seite einsetzt, dass er vielleicht von außen kommt. Sein Ballflug ist gerade meistens, aber manchmal so eine schwache, bisschen nach rechts Ball. Dieses Einsetzen der rechten Seite, also Hüfte, Schulter, Hand, Release, ist nicht nur für Golfer, die nach rechts ein bisschen tendieren, es ist auch für Golfer, die nach links tendieren, ganz gut. Da ist ein kleiner Unterschied, das Timing ist entscheidend und das werde ich gleich erklären. Ich schlage erstmal selber einen Ball. Ich werde jetzt auch versuchen, ein paar Meter zu gewinnen. Mein Carry mit dem Eisen 7, das habe ich jetzt in der Hand, ist 150 Meter. Insgesamt ist es meistens 155 Meter. Okay, so ich werde versuchen, gucken, ob ich mit Einsetzen der rechten Seite den Ball weiter schlagen kann. Die Werte hier von Trackman sind ziemlich genau. Okay, so 154 Meter Carry, 159 insgesamt. Das war absolut in Ordnung. So, was du tun kannst, und ich gehe erstmal davon aus, dass deine Bälle gerade sind oder leicht nach rechts tendieren, dann mach bitte Folgendes. Als allererster, beim Abschwingen ist es wichtig, dass die Hände sich nicht in diese Bewegung in diese Richtung bewegen, sondern nach unten. Und was da sehr hilft, das habe ich vor kurzem in einem Video gezeigt, beim Ausrollen im höchsten Punkt gibt es ein Rechteck zwischen Arm, zwischen Schaft, Arm und Brust. Und diese Boxform halten einfach. Wenn du den Abschwung langsam starten würdest, dann würdest du fast automatisch das tun. Was wahrscheinlich auch notwendig ist, ist, dass du minimal die Hüfte nach links bewegst, weil dann kommst du auf die richtige Ebene. Aber wenn du diese Position erreichst, dann ist es Zeit, die rechte Seite einzusetzen. Und da rede ich über eine Drehung, die rechte Hüfte, rechtes Knie nach vorne. Das Schöne ist, wenn ich meine rechte Seite schön drehe, dann drehe ich automatisch meine linke Seite besser. Dann strecke ich mein linkes Bein. Und das ermöglicht es mir, diesen Winkel durch den Ball richtig freizulassen. So, wir reden jetzt über Release. Und Release ist nicht nur Hände. Release ist auf jeden Fall verbunden mit deiner Körperrotation. Wenn du den Körper nicht rotierst, wird das natürlich passieren. Aber bitte, falls deine Bälle nach rechts tendieren, halt erstmal diese Form am Anfang des Abschwunges oder einfacher gesagt, langsamer starten. Und dann darfst du aktiv die rechte Hand einsetzen, um da zu kommen, in diese schöne Position. Und dann schwingt man weiter durch. Okay? So, ich werde es jetzt noch einmal machen.
Okay. Was passiert, wenn deine Bälle nach links tendieren? Für dich ist die Einsetzung der rechten Seite nicht nur eine Wahl, das musst du tun. Das kann dir nur helfen. So wirst du deinen Hook wegbekommen und du wirst auch davon profitieren, den Ball noch weiter zu schlagen. So, wenn deine Bälle nach links tendieren, ist deine Schlagfläche meistens geschlossen im Treffmoment. Die zeigt nach links. Und ich werde jetzt bewusst meine Schläge ein bisschen stärker greifen, weil jetzt werde ich auch automatisch ein geschlossenes Blatt haben. Die Gefahr ist natürlich dann groß, dass ich nach links tendiere. Und ich werde mich, und du solltest es bitte auch, dich trauen, gleich beim Abschwingen deine ganze rechte Seite einzusetzen. Und so kriegst du deinen Schläger auf der richtigen Ebene statt hier. So wirst du die Hüfte drehen, statt zu schieben. Und so ist es auch viel einfacher, das Blatt gerade zu halten. Okay, so mit einem sehr starken Griff werde ich an diesen Form beibehalten und gleich drehen denken. Und den Ball habe ich schön gerade bekommen. Okay, so die rechte Seite bringt dir mehr Länge und das hilft dir, Länge zu bekommen, ohne mit viel Kraft zu arbeiten, weil du benutzt so auch deine Hände und Arme und kriegst automatisch mehr Schwunggeschwindigkeit. Okay, so es ist Winter, es ist Zeit, solche Dinge auszuprobieren. Und vielleicht hast du die Möglichkeit, so ein Trackman dich messen zu lassen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass du sehen wirst, dass dein Carry und Gesamtlänge weiter sein wird. Danke fürs Zugucken und bis nächste Woche.